Meine sehr verehrten Damen und Herren, biologische Vielfalt, das ist die Kerninfrastruktur des Lebens. Biologische Vielfalt ist der Kern regionaler Identität, ist der Kern von Heimat und ist eine Aufgabe, die wir ins Zentrum der Landespolitik zurückgerückt haben. Und wir haben es gerade wieder vom Herrn Bullinger erlebt. Es ist ein Thema, wo manche gut sind in der Sonntagsrede. Und wenn es dann darum geht, wenn es dann konkret wird, sind sie hemmungslose Lobbyisten, denen keine falsche Aussage falsch genug ist, um ihre Interessen durchzuboxen. Und ich sage es Ihnen mal ganz deutlich. Sie haben hier erneut die Unwahrheit behauptet, dass irgendjemand in Baden-Württemberg Biologieunterricht abschaffen will. Sie wissen, dass es unter dieser Landesregierung nicht eine einzige Minute weniger Biounterricht geben wird. Sie erzählen es trotzdem weiter, weiter, weiter. Und ich sage Ihnen, das Wort hat der Herr Minister. Wer Naturschutz ernst nimmt, wer Verantwortung für unsere Heimat wahrnimmt, der setzt nicht permanent Gerüchte im Umlauf, die er durch nichts belegen kann, die frei erfunden sind. Das haben wir gestern erlebt. Wir haben es heute erneut erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Friedrich Schiller sagt, der gebildete Mensch macht sich die Natur zum Freund. Und darum geht es in der Naturschutzstrategie, die wir als Landesregierung entwickelt haben. Diese Strategie, das ist unser Konzept, wie wir biologische Vielfalt in den Möglichkeiten, die wir als Land haben, abbilden, wie wir uns zu unserer Verantwortung für Heimat, für die Natur, für die Vielfalt in der Natur einsetzen. Biologische Vielfalt ist das Netz des Lebens. Wir sind Teil dieses Netzes. Und dieses Netz wird dünner, bekommt Lücken und der entscheidende Punkt ist, zu handeln, bevor es bricht. Bestäubungsleistungen, Bienen, Bodenfruchtbarkeit, ohne die vielfältigen Bodenorganismen nicht vorstellbar. Wald mit seinen vielfältigen Funktionen, all das sind Dinge, die nicht von allein erhalten bleiben, sondern wo menschliches Handeln den Schutz und den Erhalt im Blick behalten muss. Wenn man uns anschaut, Arten, die die meisten von uns in der Kindheit noch erlebt haben, die wir heute kaum noch finden, Feldhamster früher auf jedem Getreideacker zu finden, heute gerade noch 100 bis 200 wildlebende Exemplare. Andere weit verbreitete Tiere, Feldlerche, Rebhuhn, Schwalben, heute gefährdet, zum Teil gar vom Aussterben bedroht. Und es muss ein Warnzeichen sein, wenn man es ernst meint mit Bewahrung der Schöpfung, wenn man es ernst meint mit Erhalt von Biodiversität. Und ich sage Ihnen, uns lässt es nicht ruhen. Wir sind der Auffassung, wir haben eine Verpflichtung, dass auch unsere Kinder noch einen Laubfrosch sehen, einen Wiedehopf, einen Hirschkäfer, einen Kiebitz, einen Eisvogel und viele andere Tiere, die eben die Vielfalt in der Fläche ausmachen. Und deshalb ist Naturschutz ein politisches Schwerpunktthema und deshalb haben wir hier auch nicht nur eine Gesamtstrategie erarbeitet, wir haben sie intensiv erarbeitet, weil es eben darum ging, nicht nur eine allgemeine Deklaration zu verabschieden, sondern auch herunterbrechbare Ziele, nachvollziehbare Arbeitsschritte zu formulieren. Und ich kann Ihnen auch sagen, nach 3 Jahren Regierungstätigkeit, wir haben vieles hier auf den Weg gebracht und vieles bereits erreicht. Ich will mich beim Landtag, vor allem bei denjenigen, die auch zugestimmt haben, dafür bedanken, dass diese Strategie auch unterlegt ist. Und ich will es mal deutlich machen, so sieht eine Schwerpunktsetzung aus. Gestartet mit 30 Millionen Euro
von denen wir alle wussten, dass sie nicht ausreichen, um unsere Verantwortung für die Natur im Naturschutz zu unterlegen, haben wir Schritt für Schritt den Naturschutzetat erhöht, werden im Jahr 2016 beim Doppelten liegen. Und deshalb, Herr Abgeordneter Bullinger, all Ihre Kritik in der Frage, dass einzelne Naturschutzprojekte auf Kosten anderer gingen, sind doch lächerlich, wenn man der Sparhansel im Umweltschutz war und diese Landesregierung hier echte Schwerpunkte gesetzt hat. Herr Bullinger, das war Ihre Naturschutzleistung. Hier stehen wir heute. Das ist das Doppelte. Und mit Verlaub, ich finde, für manchen gilt, der Redner sei daran erinnert, was in seiner Vita schimmert. Ich finde, da muss jeder immer mal mit der eigenen Leistung reden, bevor er sich hier nach vorne stellt. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rombach. Aber gerne. Herr Minister, wir stellen eine überhöhte Aggressivität Ihres Verhaltens fest. Können Sie sich vorstellen, da ich noch seit über 20 Jahren nachprüfbar, seit 1992, über 20 Jahren, über 50 Hektar Naturschutzfläche pflege, die immer wieder die positive Zustimmung der überprüfbaren Behörden findet, dass ich in der Aggressivität, wie Sie sich heute verhalten, überhaupt nichts für die Biodiversität auf meinem Betrieb leisten würde. Sehr geehrter Herr Rombach, ich respektiere Ihre Leistung als Landwirt. Sie korrespondiert aber nicht mit Ihrem Abstimmungsverhalten als Abgeordneter, und das werde ich weiter kritisieren, wenn ich es für notwendig halte. Und ich finde es sowieso überraschend, an welchen Stellen wir hier Debatten führen. Wir haben mit der Naturschutzstrategie eine Reihe von wichtigen Dingen vorangebracht. Der Deutsche Landschaftspflegepreis, der in den vergangenen Tagen in Schwäbisch Hall verliehen wurde, wurde angesprochen. Und wir sind stolz darauf, dass da das Land Baden-Württemberg gelobt wurde, dass der Vorsitzende, CSU-Bundestagsabgeordneter, erklärt hat, er sei stolz darauf, was in Baden-Württemberg in den letzten 3 Jahren passiert ist, und wir seien Vorbild. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Josef Goebbels hat uns dafür gelobt, dass wir als grün-rote Landesregierung, als wir angetreten sind, 6 Landschaftserhaltungsverbände vorgefunden haben, ein wichtiges Instrument, um kooperativen Naturschutz zu machen, um eben Nutzer und Naturschutzinteressen auch institutionell an einen Tisch zu bringen, hier eben nicht in der Situation Behörde versus Nutzer, sondern im Gemeinsamen die Natura 2000-Umsetzung zu entwickeln, die Managementpläne zu entwickeln, Zugang zu den Landschaftspflegeförderungen für die Landwirte zu erleichtern. 6 davon gab es, die sind gut. Und inzwischen sind wir bei 26, und mit Verlaub, dieses Lob nehmen wir gerne an, auch wenn es offensichtlich anderen wehtut hier im Saal. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Bullinger. Aber gerne. Herr Minister, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass Ihnen gerade ein Versprecher passiert ist. Mein alter Freund seit 30 Jahren heißt Josef Göppel, von der CDU, nicht Göppels, habe ich es ja versehentlich, wenn ich es richtig war. Göppel, also habe ich es wahrgenommen, dass im Protokoll klar ist, nicht, dass man den falschen Namen nennt. Also, Herr Bullinger, ich kenne den Namen meines Freundes Josef Göppel, und insofern können wir sicherstellen, dass er richtig im Protokoll steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Naturschutzstrategie, die wir heute diskutieren, ist deutschlandweit vorbildlich, sagt der NABU. Aber dieses Lob ist nicht alleine eins, was aus den Verbänden kommt. Auch das Bundesumweltministerium hat es uns anlässlich einer Veranstaltung über die Naturschutzstrategie vor 2 Wochen ausdrücklich bestätigt. Wir haben hier eine große Vorarbeit mit vielen geleistet, und insbesondere
die nationale Strategie für biologische Vielfalt in die baden-württembergische Strategie integriert, die Frage des Erhalts der Biodiversität ins Zentrum der Naturschutzstrategie gestellt und eine Reihe von neuen Schwerpunkten auch gestellt. Eine Reihe davon sind wir nach 3 Jahren bereits auf einem guten Weg. Die Einführung der Landschaftserhaltungsverbände habe ich genannt, mit 6 gestartet. Heute bei 26 dieser wichtigen Einrichtungen in der Fläche. In weiteren Kreisen gibt es die Diskussion über die Einrichtung. Wir haben hier auch mit einer Stärkung der Personalstrukturen dafür gesorgt, dass hier in der Fläche der Naturschutz auch mit der Kapazität unterwegs ist, die es braucht, um die wichtigen Aufgaben zu leisten. Und wir unterlegen auch das übrigens mit Geld. Wenn wir uns anschauen, was ab 2015 an Möglichkeiten bei der Landschaftspflegerichtlinie besteht, ein deutliches Mehr auch in der Ausgleichszulage für die Nutzerinnen und Nutzer, die gerade in den ökologisch sensiblen, aber schwieriger zu bewirtschafteten Gegenden mit ihren Familienbetrieben unterwegs sind, dann ist es hier eine Strategie, die unheimlich viel Kapazität in die Fläche nimmt und gerade für unsere Bewirtschafter mehr Angebote macht, dass hier Naturschutz, Erhalt von Kulturlandschaft nicht unbezahltes Hobby ist, sondern hier die Gesellschaft auch finanziell zu der Verantwortung steht, die sie hat und dankbar ist für diejenigen, die es im Familienbetrieb in der Fläche sind, die mit ihrer Bewirtschaftung Kulturlandschaft aufrechterhalten. Die landesweiten Planungen für den Biotopverbund wollen wir sukzessive realisieren. Die Karten, die Verbundpläne liegen auf dem Tisch. Die Streuobstkonzeption wird in Kürze fertig sein. In Sachen Grünland sind wir vorangekommen. Wir haben hier eine wichtige Verantwortung. Eine der zentralen Fragen im Erhalt des Artenschutzes ist die Frage des Erhalts des Grünlandes. In der Debatte hier hat der Abgeordnete Hahn mal treffend formuliert, was für Brasilien im Artenschutz der Regenwald ist, ist für uns das Grünland. Und deshalb haben wir hier Verantwortung übernommen. Zwischenzeitlich übrigens aber auch die Europäische Union, sodass alle, die darüber diskutieren, dass es kein sinnvoller Schritt war, hier Grünland auch ordnungspolitisch zu normieren, erklären müssen, warum die Europäische Kommission, ein europäisches Parlament, es zwischenzeitlich auch so beschlossen und verabschiedet hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind dran an der Beschleunigung der Managementpläne für unsere FFH- und Vogelschutzgebiete. Wir haben mit dem Nationalpark Schwarzwald endlich auch die Verantwortung für den Prozessschutz im Naturschutz mit übernommen und kommen hier auch unseren Verantwortungen im Waldnaturschutz nach, auch übrigens mit der neuen Waldnaturschutzstrategie, die wir vorgelegt haben. Moorschutzprogramm sind wir weit und mittendrin in der Entwicklung. Die Agrarumweltmaßnahmen haben wir neu aufgestellt mit mehr europäischem Geld, mehr Mitteln des Landes Baden-Württemberg, um hier auch dieses Mehr an Naturschutz, an Honorierung der Leistungen der Land- und Forstwirte hier auch entsprechend ausrichten zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Naturschutz ist im Zentrum der Landespolitik. Wir glauben, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten. Es sind alle eingeladen, mitzumachen. Aber ich sage auch, wer das nur für Sonntagsreden verwendet, der muss auch damit rechnen, dass er in der Debatte von uns den Spiegel vorbehalten bekommt. Und deshalb, ich lade Sie ein, machen Sie mit in der Partnerschaft für den Naturschutz in der Fläche. Machen Sie mit bei den wichtigen Dingen, die wir über den Naturschutz in den anderen politischen Bereichen hinaus brauchen, um hier in der Fläche voranzukommen. Das Netz, was uns erhält, enger zu knüpfen, die Natur zu bewahren, die Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu halten, die es braucht, damit auch wir weiter leben können, damit wir weiter die Chance haben, aus der Vielfalt der Natur zu schöpfen, zu lernen, zu forschen, mitzubekommen, welche vielen technischen, aber auch wirtschaftlichen Möglichkeiten biologische Vielfalt für uns bringt. Wir als Landesregierung sind überzeugt, dass wir hier zu Recht einen Schwerpunkt in den letzten 3 Jahren gesetzt haben. Wir sind da auf einem guten Weg, aber längst nicht am Ende angekommen. Herzlichen Dank.